Ono und ich saßen nebeneinander, haben uns ausgetauscht und gesagt, dass in Moldawien auf jeden Fall eine kleine Attacke gegen Stefan Winkel und Yalcin Jailani passieren muss. Kam dann die perfekte Gelegenheit, indem Stefan mich aufgenommen hat mit Snapchat und Jalle eine Papierkugel auf mich geworfen hat und es als Pokéball ausgelegt hat und gesagt wurde, ein Ratzfatz wird gefangen. Ja, haben wir die Kameras bei Ono im Zimmer installiert. Ratzfatz? Ratzfatz? Hört ihr mich? Ja, und dann hat Ono die zur Rede gestellt, dass mehrere Spieler sich mittlerweile beschwert haben, weil die Witze der beiden nicht mehr gut ankommen. Einige haben das Gefühl, als ob ihr so eine Klinkenbildung habt, weißt du? Wir beide. Ja. So, als ob ihr so ein bisschen verarscht und so. Weil ihr zwei, ich nenne jetzt auch keinen Namen, weil ich keine Unruhe haben will. Aber die kamen und haben sich beschwert, ja. Das hatte ich noch nie hier, weißt du? Wir sind eine Familie, weißt du? Jeder versteht sich hier gut, weißt du? Und ich will nicht, dass es so Klicken gibt hier. So, deswegen, vielleicht ist es besser, wenn man euch irgendwie trennt, damit als Zeichen, weißt du? Ich bin gerade richtig geschockt. Ich weiß gar nicht. Warte noch, bis alle reinplatzen und ihr lacht, Digga. Das ist so ein Ratzfatz, habe ich mitbekommen. Das fanden die wohl, ich weiß nicht. Ich hab noch nicht mal was von diesem Ratzfatz gehört. Das war lustig. Bei Snapchat. Ich würde das ja verstehen, wenn jetzt wir beide jetzt zum Beispiel den ganzen Tag durch die Gegend laufen würden und sagen Ratzfatz, 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 Digga, aber damit habe ich ja genau überhaupt nichts zu tun. Okay, ich bin völlig geschafft, Digga. Ich kann das gar nicht hören. Und außerdem, ich würde mich dann auch gerne bei den Menschen entschuldigen, wenn ich ihnen zu nahe getreten bin. Also, das ist ja nicht, wir sind ja erwachsen. Also, wenn zwei sich verstehen, wenn die Zimmer irgendwie getauscht, weil warum überhaupt? Die sind doch nicht hier in der Schule. Entweder verarscht ihr mich jetzt, Digga, dann habt ihr mich. Ja, oder ich bin völlig, Digga. Also. Ich bin auch fernab, hier jemanden fertig zu machen, Digga. Mein einziges Ziel ist hier einfach weiterzukommen. Ja, Digga, das ist aber gemeinsam so. Ich will nicht, dass da rumruhen. Natürlich gemeinsam. Aber was, guck mal, ich meine, ist ja okay, warum läuft die Kamera eigentlich da oben her? Digga, check, was ist los mit Nico?